Kunst und Kultur sind elementar für die Entwicklung einer Gesellschaft. Es sind gute Ansätze vorhanden. Wir haben hervorragende Institutionen, die die Kunst unterstützen. Aber es ist noch eine Baustelle. Die Gründer der jungen Kunst haben sich das Ziel gesetzt, zeitgenössische junge Kunst zu fördern, aktuelle Kunst. Das heißt, bei uns finden Sie Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die ihre Masterklasse abgeschlossen haben, die aber noch relativ unbekannt sind. Und die Kunst ist es nun, diese Künstler zu finden und ihnen den Raum zu geben, hier zu machen, was sie auch immer wollen. Wir sind der kleinste Kunstverein, aber wir sind etabliert, wir sind akzeptiert und wir sind so ein bisschen der Pfadfinder der Kunstszene in Wolfsburg. Dadurch, dass wir schon über 20 Jahre aktiv sind, sind wir bekannt. Das heißt, wir bekommen Bewerbungen, es spricht sich rum in der Kunstszene. Und dann beginnt ein sehr, sehr demokratisch und langer Auswahlprozess, wo wir als Vorstand das Ausstellungsprogramm zusammenstellen. Volkswagen fördert speziell eine Ausstellung komplett. Welche Ausstellung? Das schlagen wir Volkswagen vor. Das heißt, von den 4 Ausstellungen, die wir im letzten Jahr hatten, haben wir Isabel Schulte vorgeschlagen. Deswegen auch, weil sie mit deutlicher Mehrheit von uns ausgesucht wurde. Und wir ihr somit die Möglichkeit geben, noch breiter und noch intensiver aufzutreten. Bei einer Ausstellung ist es so, dass man sich plötzlich nicht mehr im Bild befindet, so wie es hier ist, und eigentlich nur den Dialog mit sich selber und dem Bild hat, sondern dass man eigentlich in Dialog mit der gesamten Außenwelt, der man das zeigt, sozusagen tritt. Und plötzlich auch die Wahrnehmung von außen hat und eigentlich anfängt, ganz anders über seine Arbeit nachzudenken. Und jetzt ist es so gekommen, dass ich im Rathaus in Wolfsburg gerade eine Arbeit zeige. Also, dass die Ausstellung bei Junge Kunst abgebaut ist und jetzt eine Arbeit ist im Rathaus geblieben. Ohne Kultur und ohne Kunst entwickelt sich eine Gesellschaft nicht. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich mit Kunst zu beschäftigen, und Kunst ist Kreativität. Und durch Kreativität entstehen neue Gedanken. Und durch Kreativität entwickelt sich der Mensch. Und für mich ist Kunst für eine Entwicklung einer Stadt elementar.